Bist du bereit? Die große Challenge. Wer wird gewinnen? Du oder Donald Trump? Wir gehen gleich an den Start und zwar gleich an die Pole Position, ganz vorne in die erste Reihe. Und damit wir möglichst gut losstarten können, machen wir nur drei kleine Schritte. Und du weißt, über Donald Trump, da wird momentan viel geredet, viel geschimpft, manche loben das, was er tut. Aber diese Dinge, die können wir für unsere Challenge jetzt nicht brauchen. Und von denen machen wir uns jetzt frei, damit wir gut losstarten und gut durch die Challenge durchkommen. Und der erste Punkt ist, wir vergessen jetzt gerade einmal alles, was wir über das Thema Donald Trump gehört, gelesen oder gesehen haben. Alle Geschichten, alles das, was andere über ihn sagen. Und wir nehmen die Emotion aus diesem Thema heraus. Und wir nehmen die Bewertung raus. Wir sagen nicht, er ist gut oder er ist schlecht, sondern er ist, wie er ist. Als Mensch Donald Trump. Und nachher stehen wir an der Pole Position, dann stehen wir am Start. Und nachher können wir gut losstarten und unsere Chancen stehen nachher sehr, sehr gut. Über Donald Trump kann man denken, was man will. Aber er hat ein paar Eigenheiten, ein paar, kann man sagen, Charaktereigenheiten. Die schauen wir uns jetzt einmal genauer an und da ist die Challenge jetzt zu schauen, wer ist in diesen Bereichen besser, er oder du? Der erste Punkt ist jetzt gerade einmal, ich habe mir einen Schwindelzettel gemacht, damit ich ja nichts vergiss. Er sagt, was er denkt. Und wie geht es da uns oft? Wie denken wir oft lang darüber nach, ob wir was sagen oder nicht sagen sollen? Lass uns einfach einmal versuchen zu sagen, was wir denken. Und schauen einmal, was passiert. So schlimm kann es schon nicht sein, aber wir würden Klarheit gewinnen. Der nächste Punkt, der Donald Trump pfeift auf das, was andere sagen. Dem ist das komplett wurscht. Könnten wir das einmal probieren? Einfach einmal nicht darüber nachzudenken, was andere über uns denken. Dass wir die ganze Zeit aufpassen und Rücksicht nehmen, wie das wohl ankommt, was wir tun oder was wir sagen. Einfach einmal wurscht, was andere sagen. Ganz egal. Einfach nur ganz wir selber sein. Der dritte Punkt, der Donald Trump hat einen klaren Fokus. Und der heißt in seinem Fall American First. Ob das gut oder schlecht ist, das ist uns jetzt wurscht. Nur der klare Fokus ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und in so vielen Unternehmen, bei so vielen Menschen fehlt der klare Fokus. Das heißt, sie streben 17.500 Dinge gleichzeitig an, aber verteilen ihre gesamte Aufmerksamkeit und kommen natürlich nicht dahin, wo sie hin möchten. Der klare Fokus ist ein ganz wichtiger Faktor. Der nächste Punkt ist, ihm ist es egal, ob er perfekt ankommt oder nicht. Er will nicht perfekt sein. Er ist, wie er ist. Und das könnten wir jetzt für uns auch gerade einmal nehmen. Diese Perfektionsdenkerei aufgeben. Wie muss es sein, damit es perfekt ist? Wurscht. Lass uns, wie gesagt, uns selber sein. Einfach einmal authentisch und echt sein. Für eine Woche, für zwei Wochen, für drei Wochen. Und schauen, wie das ist. Einfach einmal hundertprozentig wir sein. Der nächste Punkt ist Donald Trump, und das ist unbestritten, er stört Systeme. Der Jimmy Carter, ein früherer Präsident, hat einmal gesagt, wir leben in einem korrupten Oligarchensystem. Und die Politik ist käuflich. Und der Donald Trump hat von Anfang an gesagt, ich bin nicht käuflich. Und der Obama hat in seinen 8 Jahren so viel versucht und ist so dynamisch und so jung und frisch und sportlich an die Dinge herangegangen, aber er hat so viel nicht durch den Kongress oder durch das System durchgebracht, durch das harte, verkrustete System. Und zum Schluss war der Obama so richtig frustriert, weil alles, was er versucht hat, das war einfach fast nicht möglich, das durchzubringen. Und der Donald Trump stört diese Dinge. Dem ist das wurscht. Der fährt einfach seine Linie. Lass uns unser eigenes System immer wieder stören. Lass uns immer wieder aus der Komfortzone rausgehen, aus alten, verkrusteten Systemen. Und deswegen, weil ich das schon seit 20 Jahren so mache, warum muss ich das so weitermachen? Lass uns einfach einmal Dinge überdenken und sagen, vielleicht passt das gar nicht mehr zu mir. Vielleicht ändern wir das jetzt und ich steige einfach wieder einmal aus der Komfortzone heraus. Oder ich gehe den Weg mit manchen Menschen jetzt einfach nicht mehr. Ich trenne mich jetzt von
einen oder anderen Geschäftspartner oder auch im privaten Bereich, lass uns unsere eigenen Systeme gerade mal immer wieder mal stören. Weil nachher kann Neues entstehen, nachher kann Kreatives entstehen, nachher kommen neue Impulse, nachher entsteht neues Inneres, neue innere Lebendigkeit, ein neues Leben. Also lass uns Systeme stören. Und der letzte Punkt ist, der Donald Trump ist halt, er ist halt wirklich ein Umsetzer. Das ist auch unbestritten. Er redet und tut dann gleich. Und das bestätigen hochrangige Politiker. Das sind sie gar nicht gewohnt. Also wenn sie mit ihm einen Great Deal ausgemacht haben, der tut es dann. Der macht es nachher wirklich. Das sind manche Politiker gar nicht gewohnt. Wurscht, Donald Trump. Lass uns nicht so viel über die Dinge reden, sondern lass sie uns einfach machen, lass sie uns einfach tun. Aufs Risiko, dass es einmal schief geht, aber lass uns umsetzen und nicht so lange und so viel darüber nachdenken und reden. Aber diese 6 Punkte, die helfen dir weiter, die helfen dir in deinem Alltag, dass es leichter geht. Und genau das wünsche ich dir. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vierte derweil, Servus, mach's gut.